Eine 38-jährige Frau aus Ulm soll heute Nacht ihren 9 Jahre alten Sohn getötet haben. Die alleinerziehende Mutter hat kurz nach 6 Uhr bei der Polizei angerufen und den Beamten mitgeteilt, dass sie ihren Sohn getötet hat. Polizeibeamte sind sofort rausgefahren und fanden tatsächlich den 9-jährigen Buben im Bett in der Wohnung. Er war tot. Die Frau selbst hatte leichte Verletzungen an den Armen, die darauf hindeuten, dass sie sich selbst auch möglicherweise das Leben nehmen wollte. Wie der Junge zu Tode kam, das soll eine Obduktion ergeben. Die Obduktion findet momentan ebenfalls statt und daraus erhoffen wir uns dann Hinweise auf die Todesursache. Über ein mögliches Motiv können wir momentan nur spekulieren. Möglicherweise kann die finanzielle Situation der Familie damit in Zusammenhang stehen. Die Frau wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Das Ergebnis der Obduktion soll es im Laufe des morgigen Tages geben. Wir werden versuchen, Ihnen weitere Einzelheiten zu liefern.